Jetzt sind alle in Position und da ist der Start erfolgt. Boxen auf zum dritten Rennen, den Preis von Östra Reisen, das Hannover 96 Reisebüro. Und es darf ruhig mal geklatscht werden. Jetzt hier vor der Tribüne die Kandidaten mit einem Applaus in die nächste Runde schicken. Munich Boy übernimmt die Initiative. Dahinter ist Fighting Storm an der Innenseite in zweiter Position. Drittes Pferd ist Eastside Gallery. Dahinter dann bei verhaltener Fahrt Carmelita Esculap. Die vierte ist vor Gold Braid. Dahinter dann Table for Ten. Dahinter an der Außenseite dann Iron Heart mit Aquana am Ende des Feldes. Da galoppiert Clever Man. So sind die Pferde jetzt in der Gegenseite angelangt. Munich Boy bei unverändert verhaltener Fahrt an der Spitze. Eastside Gallery ist an der Außenseite mit dabei in der zweiten Position. Dahinter dann das nächste Duo, besteht aus Fighting Storm mit an der Außenseite daneben Carmelita Esculap. Dann sieht man Gold Braid als fünften Kandidaten vor Table for Ten. Dann Aquana mit Ironheart und Clever Man am Ende des Feldes. Mitte der Gegenseite keine Positionsveränderungen. Die Vordergruppe schiebt sich dichter zusammen. Es bleibt aber bei der Führung von Munich Boy mit Eastside Gallery. Dahinter dann Fighting Storm mit Carmelita Esculap. Gold Braid ist weiter fünfter Kandidat vor Table for Ten. Aquana, dahinter Cleverman und am Schluss des Feldes jetzt Iron Heart. Das Ende der Gegenseite ist erreicht. Munich Boy weiter an der Spitze. Munich Boy führt dahinter in zweiter Position Eastside Gallery vor Fighting Storm. Außen Carmelita Esculap. Das sind die vorderen vier. Das führende Quartett. Jetzt werden gleich aus vier wird fünf. Gold Braid hat Anschluss. Die zweite Gruppe wird angeführt vor Table for Ten, Aquana an der Außenseite und dahinter Iron Heart und Clever Man. Jetzt geht es in den Einlauf hinein. Noch 450 Meter. Munich Boy ist weiter vorne. Munich Boy führt vor Carmelita Esculap. Munich Boy vor Carmelita Esculap. Dahinter dann an der Außenseite Gold Braid. Die drei jetzt in Linie. Carmelita Esculap außen, Gold Braid an der Innenseite. Munich Boy ist geschlagen und jetzt kommt auch Aquana angeflogen. Aquana an der Außenseite ist vorne auf die letzten 200 Metern. Aquana wird dieses Rennen gewinnen. Dahinter Gold Braid und Carmelita Esculap, aber Aquana gewinnt die letzten 100 Meter nur mit den Händen geritten. Aquana ist überlegene Siegerin, das muss man sagen, vor Gold Braid und Carmelita Esculap. Dahinter Table for Ten mit Munich Boy vor Iron Heart, Eastside Gallery, dann Clever Man und dann Fighting Storm. Der Munich Boy ist weiter vorne. Munich Boy führt vor Carmelita Esculap. Munich Boy vor Carmelita Esculap. Dahinter dann an der Außenseite Gold Braid. Die drei jetzt in Linie. Carmelita Esculap außen, Gold Braid an der Innenseite. Munich Boy ist geschlagen und jetzt kommt auch Aquana angeflogen. Aquana an der Außenseite ist vorne auf die letzten 200 Metern. Aquana wird dieses Rennen gewinnen. Dahinter Gold Braid und Carmelita Esculap. Aber Aquana gewinnt die letzten 100 Meter nur mit den Händen geritten. Aquana ist überlegene Siegerin. Das muss man sagen vor Gold Braid und Carmelita Esculap, dahinter Table for Ten mit Munich Boy for Iron Heart. Der vorläufige Einlauf im dritten Rennen des Tages, den Preis von